Arbeit und gucke mir das Auto nur an. Willkommen bei den Kfz-Tutzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um mein Audi A6. Da, wo wir die Radlager getauscht haben. Was machen wir heute? Wir werden heute die Bremsen einbauen. Viele haben ja gesagt, warum hast du die Radnamen nicht neu gemacht? Weil ich das zeigen möchte, wie ich das sauber mache. Und danach werden die neuwertig und danach werden die schön gerade. Und danach kommen Bremsen drauf. Das Geilste ist, wir haben gar nicht geschaut, ob die passen. Wow, wow, wow. Und richtig schön schwer. Vorne sind die breiter, ne? Hä? Vorne sind die breiter. Breiter und größer. Größer. Die ganzen Spritzschutzbleche wechseln natürlich auch. Hier drüben das ganze Schmutz weg. Und dann guckt ihr die Radnabe jetzt an hier. So sieht der jetzt aus. Ja, jetzt machen wir den schön lang. Hier werde ich auch noch gleich ein bisschen mit der Drahtbürste nochmal sauber machen. Und dann habt ihr eine super Fläche, um die Bremsscheibe drauf zu machen. Das ist perfekt. Hier gibt es auch von Gedoge. Das Ding ist Gold wert. Und das machen wir auch bei allen. Alles doch schön, ne? Wenn du hier alles neu machst, ach, dann macht es doch Spaß hier. Die kaufen sich so eine Flasche, dann ist es nach ein paar Monaten hin. Aber hier wird nochmal so eine extra überarbeitete Dichtung. Die hält auf jeden Fall einiges. Da könnt ihr auch alles, Bremsreiniger, Felgenreiniger, was ihr wollt. Das Ding ist echt geil, also das benutze ich gerade. Apropos Techbo, achte mal, was die haben jetzt. Guck dir das an. Eine Mini-Handler. Ey, das ist bestimmt was für dich. Guck dir das an. Das ist echt mini, aber stark. 500 Lumen. Wie geil ist das denn, ne? Und so ein Mini-Teil einhängen, öffnen und dann arbeiten. Also kannst du auch so ein bisschen mitstrahlen lassen, ist ja nicht schlecht. Und jetzt kannst du den einmal so machen. Ja. Drei Liter Quadro. Das machen wir, sagt er, ja. Und jetzt hörst du das. Oh. Jetzt werden die gelöst. Ja? Hin und zurück nach Nordingen Motorshow, dann haben wir fast 1000 Kilometer. Hm. Können wir die Bremsen ja schön einfach. Genau, wollte ich gerade sagen. Fortsetzen. Schritt 2. Und Start. Und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das T-Shirt hier? Ich find's schön. Ich find's auch schön. Leute, wer kennt das? Ihr wollt losfahren. Bam! Fehlermeldung, Reifendruckverlust. Vielleicht habt ihr einen Kompressor dabei oder einen Ersatzreifen. Natürlich nicht eine Tankstelle. Ist auch meilenweit entfernt. Genau für solche Fälle haben wir den Fairtech X8. Es ist ein mobiler Kompressor, wo ihr euren gewünschten Reifendruck einfach auswählt und per Knopfdruck euer Reifen aufpumpen könnt. Er hat ein LED-Display, zeigt den aktuellen Reifendruck an und beim Erreichen des gewünschten Reifendruckes geht es automatisch aus. Es ist nur nicht für Autos geeignet, ihr könnt auch Fahrräder, Motorräder oder sogar ganz normale Bälle aufpumpen. Und wenn das nicht reicht, könnt ihr das natürlich als Powerbank benutzen. Apex haut zurzeit 27% Rabatt raus, alles unten verlinkt. Viel Spaß weiter mit dem Video. Bremsen haben wir eingefahren. Alles top, also die Bremsen sind ein Traum, sag ich euch. Aber was mir aufgefallen ist, dass wir zwischen 130 und 150 ein Vibrieren haben. Aber ein starkes Vibrieren. Und da bin ich mal gespannt, was es ist. Das werden wir uns anschauen. Und dann habe ich noch was gemerkt. Ich habe so ein bisschen leichtes Ölgeruch wahrgenommen. Bei knapp 400.000 kann immer was dazukommen. Egal, Reifen bekommt ihr eh neu. Aber kann das Wackeln auch von den Felgen kommen? Oh. Wow, was ist das denn? Alter, guck mal. Was hast du denn? Guck mal hier. Guck mal, wie viel Öl. Wo kommt das denn jetzt her? Wow. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt? Hä? Krass. Okay. Hey, das ist ja sogar hier nach hinten gewandert, richtig am Auspuff entlang. Guck mal hier.
Alles ölig? Was ist denn da passiert? Ich seh's schon. Was siehst du? Ich hab schon eine Vermutung. Da oben kommt das her. Und was ist da oben passiert? Ja, werde ich gleich. Ja. Das werden wir uns gleich anschauen, aber das ist nicht gut. Das ist schon sehr stark. ESP aus! Starte mal! Wir gucken uns erstmal die Reifen an. Ja, ganz stark. Guck mal hier. Hier? Boah, hier auch stark. Boah, der ist richtig groß. Also alle Felgen oder was? Ja, der ist gut, der ist gut. Das ist eins der Felge, die gut ist. Okay, die ist gerade. Okay, einige ein bisschen. Merkst du das? Aber hier auch. Der geht. Okay, genau. Nach rechts, ne? Hier siehst du das richtig. Ja, ich sehe das hier, genau. Hier, mach mal. Ja, der wackelt. Okay, mach aus. Habe ich mir schon so gedacht, weil das fühlt sich an wie Antriebswelle. Ist auch bei dieser Kraft ganz normal. Hier siehst du es sogar viel, viel besser. Guck mal hier. Oh, da ist aber alles verölt da unten. Ja, das ist auch Öl und kein Sprit. Ja, guck mal, wo die Düsen reinkommen, da ist eine Dichtung an der Ventildeckel. Und da verliert der. Und hier siehst du das auch, guck mal, hier runter. Da ist ölig alles. Ja. Ja. Da runter siehst du alles. Wir haben die Düsen abgebaut, haben die neu abgedichtet. Ja. Das ist eine originale Ventildeckeldichtung, die fast 400.000 weg hat. Und jetzt, wo wir die Düsen abgebaut haben, eingebaut haben, sind die kaputt gegangen. Ja, ich habe die damals bei Febi versucht zu bekommen. Gab es nicht. Du musst die Ventildeckel abbauen und die Dinger musst du irgendwie reinpressen. Das ist auch nicht so einfach. Okay. Ja, wir holen zwei neue Ventildeckel, links und rechts. Ja. Oder ich versuche, die zu wechseln. Habe ich noch nie gemacht bei dem, ehrlich gesagt. Machen, also das muss auf jeden Fall gemacht werden, ja. Weil du hast ja gesehen, wie viel Öl der verloren hat. Das also ist ich ja bin krass. Mal jetzt gespannt, wie es unter der Abdeckung ja, also aussieht. Also wo wir die Bremsen gemacht haben, da war nichts drunter. Guck mal, der habe ich ja nochmal extra nachgeschaut gehabt. Mm. Ja? Von jetzt auf gleich geht der Öl verlieren. Ja. Und das Geile, er hat keinen Ölstab. Das heißt, wir könnten nicht mal gucken, ob wir genug Öl haben oder nicht. Ne? Aber der würde sich ja melden, wenn er zu wenig hätte, oder? Ja, ja. Da, ich habe was bekommen. T-Shirt. Ach so, was für ein Kombi. Nein, darum geht's ja auch heute. Was ist das denn für ein Kombi? Das sieht mir so sehr ähnlich aus wie... Das ist mein Kombi. Hier, Felgenschloss habe ich auch schon. Vom Baby gibt's die. Also das Auto finde ich ja sowieso geil. Ist ja mein Traumauto. Ich finde den wunderschön. Der lässt sich super fahren. Der hat alles, was ich brauche. Deswegen liebe ich dieses Auto. Aber hinten, Diffuser, habe ich in Wagenfarbe lackiert. Ne, wo wir den umgebaut haben auf S6-Look. Und den hier, schwarz-matt. Ich muss auch sagen... Ganz schwarz, sah nicht gut aus. Einer hat da schön hingeschrieben, M-Paket. Ich hab dir gesagt, der fehlt was. Jetzt ist das fehlende Stück da. Finde ich auch. Jetzt sieht das richtig schön aus. Aber die Felgen, ne, sind erstens nicht gut. Also irgendwie einen Schlag haben die. Und ja, die Reifen sind sowieso runter. Und da habe ich mir überlegt, ey, hole ich jetzt gute Reifen? Gute Reifen, bis zu ungefähr bei 1000 Euro. Bei Felgenforum habe ich ein Angebot gesehen. Hankook V12 und die Felgen. Für einen super, super Kurs, muss ich sagen. Da habe ich zugestanden. Jetzt müssen wir nur einstellen, dass wir Reifenwechsel machen wollen. So, eingestellt. Soll ich dir was sagen? Die Kappen haben auch was, Alter. Nein, haben sie nicht. Doch. Das passt gar nicht. Die Dinger kommen da raus. Eintragungsfrei. Das war für mich auch wichtig. Ja. Oh mein Gott, ich finde die voll schön. Das sind richtig schöne Felgen. Guck dir das mal an. Ja, meinst du, hab ich die gut ausgewählt? Sehr schön. Meinst du? Oh, jetzt machst du wieder dieses hässliche Teil da rein. Nein, das ist... Ey, guck mal, glaub mir, das wird ein bisschen... Das sieht nicht schön aus. Das sieht gut aus. Nein!
runter. Ah, ich habe auch noch nicht geguckt. Jetzt jemanden, der hier glücklich ist, natürlich. Oder glücklich ist. Also der sieht schon geil aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Richtig, das Schwarze steht dem richtig gut, ne? Aber ich glaube ja, die Alu, also die Audi-Zeichen auch in Schwarz. Definitiv. Aber Silber hat ich auch was. Mich. Nein. Aber weißt du, was ich geil finde? Das steht dass gar nicht. Sieht gar nicht schön aus. Ne, doch. So nein. Stehen auf jeden Fall ein bisschen weiter ab als die Original. Ach so, das meinst du? Ne, man könnte die noch mal ein bisschen weiter. Machst du jetzt Spurplatten rein oder nicht? Guck mal, vorne sieht's gut aus, aber vielleicht hinten Spurplatten. Nee, wenn, dann mach ich beide. Echt jetzt? Aber doch, das bisschen sieht schon geil aus. Vorne ist ja weiter draußen. Guck mal, hier ist ein ganz anderes Auto geworden, ne? Vielleicht. Ganz, ganz anderes Auto geworden. Das steht dem ganz, ganz heftig. Also so hätte ich mir das echt nicht vorgestellt. Ich dachte echt, Silber sieht besser aus, aber das sieht richtig hübsch aus. Wow. Ja, die Felgen sehen auch von der Seite richtig geil die aus. Die sind voll schön. Ja, also ich. So perfekt. Aber diese Kappen müssen weg. Ja. Ja, mir gefällt es schwarz. Nicht. Nein, die kommt schwarz. Ich kümmere mich drum. Oh mein Gott, ohne Brille sieht es noch besser aus. Oh, also, ich muss sagen, es sieht geil aus. Ja, doch, hat schon was. Doch, die Felgen sehen geil aus. Sehr schön. Also, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und es ist ja Wahnsinn, dass Audi so einen großen Radkasten hat. Als 20 Zöller sehen nach nichts aus. Aber diese Felgen sehen jetzt nach 20 Zoll aus. Ja, weil davor gar nicht. Ich arbeite und gucke mir das Auto nur an. Also, ich sehe dich ab morgen, hängst du wahrscheinlich nur noch hier am Fenster rum so. Felgen machen Männer glücklich. Aber nicht nur Männer, mich macht sowas auch glücklich. Ja, das ist schön. Schön, wenn dich auch glücklich macht. Weil ich das auch sehe und denke, boah, was für ein schönes Auto. Ja, du fährst ja gar nicht damit. Ja und? Ist auch was nicht deiner. Was ist, wenn ich damit fahre vielleicht mal? Wer? Vielleicht darf ich ja mal damit fahren. Nein. Dann fahr selber. Alter, hast du kein anderes Auto, um Unfall zu bauen? Das sind so Felgen, die brauchen so ein paar Minuten. Und dann liebst du die mehr und mehr und mehr. Also, es ist Geschmackssache. So, Reifen nachziehen und dann freue ich mich mal auf die Probefahrt. Mal gucken, wie die Hankook-Reifen sind. Alter, bin ich auch mal gespannt. Ja. Ne? Schon lange kein Hankook mehr gefahren. Felgenforum, wo ich die Felgen gekauft habe, echt sehr sympathischer Typ. Ich habe da geredet, habe da gesagt, so und so möchte ich es haben. Er hat gesagt, oh, kein Problem. Ne, weil 19 Zoll gab es sie nur im Angebot. Ich habe gefragt, 20 Zoll so und so, Audi. Er sagt, ja klar, kein Problem, was für eine Farbe. Ging so problemlos, richtig cool, muss ich sagen. Richtig freundlich, richtig sympathisch. Ich verlinke das unten, ich bekomme dafür gar nichts. Arbeiten sehr schnell, liefern sehr schnell, muss man auch sagen. Ne? Ich liebe den nicht mehr, ich fahre den auch nicht mehr. Auch wenn du sagst, komm bitte, fahr den. Nein. Alter, wenn ich sterbend liege, würde ich sowas nicht sagen. Das fahren soll? Ja. Wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, würdest du ein Kombi holen, ich hätte dir gesagt, never ever. Und ich muss sagen, es ist für mich der schönste Kombi. Ist so, Alter. Ja, wir müssen doch den Mercedes fertig machen. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alter, nur angucken, nicht fahren.